Sales Camp, Sales Champ, Lesson 2, das steht heute an. Wir wollen heute ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringen, ein bisschen Praxis reinbringen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur dich, Dirk, der du dich um alles kümmerst, was wichtig ist für diesen Webcast, sondern tatsächlich auch Benedikt Spieker, die Sales-Rakete, das wortgewordene Ketamin jeder Sales-Unterhaltung. Benne, moin. Ach, Till, das ist, geht runter. Ja. Ich bedanke mich in aller schärfster Form. Ja, danke auch, dass ich heute hier unterstützen darf. An der Seite eines so großen Entertainers wie dem Till Essig. Ich sage immer das Bernsteinzimmer des Solution Sellings. Freut mich ganz besonders und ich habe schon diebisch Lust, jetzt die nächsten 60 Minuten damit zu verbringen, genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Fleisch an Knochen zu bringen. Die erste Runde war für den Start viel Theorie. Wir wollen das Ganze jetzt untermauern. Mensch, wie sieht das denn in die Praxis übertragen, direkt an der Front aus? Wie kann man mit dem umgehen, was wir gelernt haben in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen? Wer es verpasst hat, der Dirk hat es eben gesagt, klickt auf den Link, gebt euch nochmal die erste Stunde. Es hilft, gar keine Frage. Und ja, lass loslegen, Rakete. Ja, würde ich sagen, machen wir mal. Ne? Dann nehme ich diese schöne Animation, die wir gerade sehen, mal weg und wir tauchen ein in die Titelfolie. Nach wie vor Microsoft-Vertrieb mit Herz, Bauch und Hirn, aber das Ganze irgendwie gegen den Verstand. Und da hatten wir das letzte Mal schon kurz reingearbeitet, wiederholen wir heute ganz, ganz kurz. Was wir letztes Mal nicht gemacht haben, Benno, und wir hatten uns im Nachgang dazu unterhalten, wir hatten gar keine Folie, die zeigt, was wir alles besprechen wollen und was so der erste Teil ist, was der zweite ist. Ja. Das holen wir natürlich nach. Ausgegraut oben drüber das, was wir letztes Mal besprochen haben, der theoretische Unterbau, ganz richtig, Benne. Wir hatten Annahmen getroffen, wie kommt in Sales zu liegen. Wir hatten definiert, dass niemand zu viel Zeit hat in Sales und so weiter. Dann haben wir uns Gedanken gemacht über Solution Sales. Was ist das eigentlich? Ein paar Definitionen dazu angeschaut. Oh, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ein Flugzeug donnert hier übers Haus. Dann haben wir uns für ein paar Regeln entschieden, die wir befolgen wollen. Und wir haben festgestellt, wie wir uns vorbereiten können auf einen guten Termin. Das war letztes Mal. Gehen wir gleich nochmal ganz kurz durch. Und dieses Mal geht es dann in die Praxis. Das heißt, wir gucken uns an, wie machen wir ein sauberes Entree beim Kunden. Benne, da habe ich vor vielen Jahren eine ganze Menge bei dir gelernt. Da werden wir also definitiv tief reintauchen. Dann schauen wir uns an, wie wir es hinkriegen, relevant zu sein für den Kunden. Ausschlaggebend war ja letzte Woche, dass wir festgestellt haben, dass unser Kunde nur dann mit uns sprechen wird, wenn wir relevant sind und auf Augenhöhe unterwegs. Da tauchen wir tiefer ein. Dann wollen wir mitten im Gespräch eigentlich schon uns anschauen, wie wir Themen angehen, was priorisieren, qualifizieren und validieren ist und wie wir auch für uns noch einen Mehrwert rausziehen können, gleich aus der ersten Phase des Gesprächs. Und ich würde sagen, wenn es genehm ist und allen recht, dann Benne, tauchen wir rein, oder? Kurzes Recap von der letzten Woche. Sofort das Recap. Letzte Woche haben wir verpasst, die große Klammer zu bilden und zu sagen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Das haben wir jetzt getan. Dafür haben wir diese Woche vergessen zu erwähnen, dass es einen Q&A-Button gibt. Das heißt, wenn euch, liebe Teilnehmer, irgendwas auffällt hier in dem Webcast, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir eine Frage dazu. Der Dirk hat sich jetzt rausgezogen, der ist aber nicht weg, der ist im Hintergrund aktiv. Postet die Sachen in Q&A, Dirk hat seinen Blick und streut es ein an der passenden Stelle. Also gerne rege nutzen, überhaupt gar kein Thema. Hackt dazwischen, wenn was interessiert. Und jetzt drücken wir auf Play. Till, lass knacken. Genau. Also, letzte Woche, Recap. Annahmen haben wir getroffen. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen auf Themen. Das liegt am limbischen System. Das tickt bei jedem anders. Hat uns in der Vergangenheit dabei geholfen, dass wir wissen, was wir essen sollten, wenn wir was essen wollen, dass wir auf die Dinge Hunger haben, auf die wir Hunger haben, weil uns irgendwas fehlt, weil uns Sachen in einer ähnlichen Situation weitergeholfen haben. Und dieses ziemlich nahrungsbezogene, sehr archaische, ziemlich tief drin verwurzelte System übernimmt heute auch die Steuerung dessen, was wir wie wahrnehmen wollen. Ein uraltes System im Kopf, das wir nicht ausgeklammert kriegen. Insofern eine ganz wichtige Kiste. Müssen wir wissen, nicht jeder nimmt alles gleich wahr. Motivationslagen können unterschiedlich sein. Nicht jeder tickt gleich. So sieht's aus. Im Vertrieb hat niemand zu viel Zeit. Das ist so. Warum ist das so? Wir haben eine gegebene Menge an Zeit zur Verfügung, Vertrieb zu machen. Und da müssen wir aus dieser Zeit das Maximum rausholen an Vertriebserfolg, dass wir in die Zeit reinpressen können. Das heißt, die Zeit reißt nie. Wir sind niemals zu Ende und niemals durch mit unserem Vertrieb. Es geht immer noch weiter. Und da müssen wir effizient sein. Ja, da müssen wir besser vor die Welle kommen, keine Zeit liegen lassen, Kunden sauber rauspicken, das machen, was sinnvoll ist
und das liegen lassen, was nichts bringt. Nächste Entscheidung war, oder Feststellung war, dass niemand irgendwas in uns investieren wird, weder Zeit noch Geld, wenn wir keinen Mehrwert mitbringen durch die Tür. Das heißt, wir müssen Mehrwerte liefern, wir müssen gesehen werden als Mehrwert, wir müssen auf Augenhöhe mit unserem Gegenüber unterwegs sein, dann kriegen wir Gehör. Und dann wird in uns Gesprächszeit investiert. Das heißt, Relevanz ist hier ganz wichtig, Druck, Trall und Geschwindigkeit. Das Ganze machen wir deshalb, weil wir Solution Sales machen wollen. Dazu letzte Woche ein paar Definitionen. Die einzelnen Phasen im Solution Sales, all das ein durchaus probates und verbrieftes Konstrukt. Nicht unser Eigengewächs, nein, es gibt seit den 60er Jahren, ist bei IBM entwickelt worden, zum Vertrieb komplexer Lösungen. Heute Querschnittsvertrieb, damals unfassbar innovativ, aber das gut zu machen, ist auch heute noch unfassbar innovativ und vor allem funktioniert es. Deswegen befassen wir uns damit. Und obwohl ein paar Regeln aufgestellt. Ja. Obwohl seit den 60er Jahren bekannt, nicht so verbreitet, wie man meinen könnte. Also selbst wenn man sich da jetzt mal einfach ein bisschen reinfuchst und sich die Zeit auch nimmt, sich vorzubereiten, das, was wir heute tun wollen, und dann wirklich stringent so einen Termin durchzuziehen, dann hat man, ich sag mal, zwei Drittel der Marktbewunderer da draußen auch immer noch mal ein Näschen voraus. Das ist Wahnsinn, das sollte man gar nicht glauben, aber es ist so. Das ist so, tatsächlich. Und große amerikanische Firmen, Salesforce, Microsoft, Google und so weiter, arbeiten genau nach diesem Konzept, auch heute noch natürlich. Ja, und auch die Kollegen bei IBM, mal ein bisschen Strömung und Neigung links, mal ein bisschen, was ist gerade hip und trendy im Vertrieb, in der Mechanik, rechts, aber im Großen und Ganzen ist und bleibt es Solution Sales. Wir haben uns auf Regeln geeinigt. Wir wollen nichts vermuten, wir gehen von nichts aus, es sei denn, wir wissen Sachen ganz genau. Wir stellen keine Fragen, die wir nicht selbst beantworten können, weil wir dann Zeit verschwenden, und zwar die des Kunden. Nur Mehrwerte sind relevant und Sympathie macht sympathisch. Ja, das heißt, wir haben festgestellt, wann werden wir gemocht von unserem Gegenüber, und das ist immer dann der Fall, wenn unser Gegenüber so ist wie wir selbst oder wir so sind wie unser Gegenüber oder wir so sind wie unser Gegenüber gern wäre. Dann kommen wir gut durch die Tür, dann haben wir Chancen auf den Erfolg. Das waren die Regeln, die wir uns angetan haben, natürlich erheblich tiefer als jetzt im schnellen Durchlauf. Und dann haben wir uns angeschaut, wie wir es hinkriegen können, dass wir tatsächlich relevant sind für den Kunden und wie wir uns sinnvoll vorbereiten können auf den Kunden mit Informationssammlungen. Ganz ähnlich, der CIA, glaube ich, war das Beispiel, was wir das letzte Mal angeführt hatten. Ne? Genau, also das ist natürlich dann der ganz große Haufen, den da jemand machen kann. Was ich einfach nur sagen möchte hier zu dieser Slide hier, das ist ein Angebot. Ja? Also es ist ein Angebot, das so zu tun. Es ist nicht die, die Voraussetzung, hier wirklich jedes Ding hier abzuhaken. Es ist keine Checkliste. Es soll Anregungen geben. Also sehr unterschiedlich ausgeprägt natürlich, was man im eigenen Hause, in Hause hat, ja, ob das ein CRM ist oder ein persönliches Netzwerk. Über eine Branche kann ich mich nicht in jeder Unternehmensgröße über die Tagesschau informieren. Das ist ja auch so ein Punkt. Gibt sicherlich den einen oder anderen Kunden, wo das passt. Aber ich sage mal so, das Thema aus Meyer-Müller-Schulz um die Ecke ist sicherlich selten in den Tagesthemen vertreten und wenn, dann nicht immer positiv konnotiert. Vertriebskenntnis, ja gut, okay, da muss man halt gucken, wo man steht. Hier einfach mal wirklich eine Gesamtschau, da kann man gucken und abhaken. Und wie gesagt, externe Quellen, ob man den Bundesanzeiger, also den würde ich immer empfehlen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Das Ding wirkt Wunder und ist relativ niedrigschwellig zu erreichen. Aber natürlich auch ganz normal die Suche, die Recherche im Netz, die nimmt einem halt keiner ab. Dauert in der Regel nicht verrückt lange. Also das sind 4-5 Minuten, aber die sind verdammt gut investiert. Kann ich jedem nur anempfehlen. Ja. Und natürlich selbstverständlich die Unternehmensseite. Da sind wir bei dem Punkt, den du eben gesagt hast. Ja, stell keine Fragen, die dir selber beantworten kannst. Ja. Also setz dich nicht zum Geschäftsführer und frag, sag mal, wie groß ist Ihr Unternehmen eigentlich? Oder sag mal, wie viele Standorte haben Sie? Steht alles auf der Website. Wenn man ein sehr redseliges Gegenüber vor sich hat, die erzählen das gerne von alleine. Da brauche ich da nicht nachbohren. Aber ist immer noch viel schöner, wenn man das eigentlich relativ souverän mal aus der Hüfte geschossen bringen kann. Heißt also, wenn es passt, in den Kontext des jeweiligen Abschnittes im Vertriebsgespräch, wo man sagen kann, pass auf, ich habe gesehen, ihr habt 6 Standorte, bietet sich an, das folgendermaßen aufzudröseln. Bumm, zack. Dann hat man gleich unter Beweis gestellt, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und gleich einen Fußstempel für Fleiß noch, den man sich mit ins Lastenheft schreiben kann. Ja, ganz genau. Und darum geht's, ne? Gut dastehen, schlau sein, guter Berater sein, vor die Welle kommen, wichtig sein für den Kunden und zeigen, dass wir gut sind. Das machen wir am Anfang von Gesprächen. Und damit kommen wir so ziemlich dazu, was wir diese Woche machen wollen. In Lesson 2.
Und ich würde sagen, wir fangen mal an und machen ein sauberes Entree, Benne. Oh, das fällt mir immer am schwersten. Ja, Gott, aber auch Gott ist jetzt gar nicht so der schlechte Begriff, weil du kannst Entree, finde ich immer, wie kein Zweiter. Vielleicht garnieren wir das eben aus für unsere Gäste. Wenn wir tatsächlich reinkommen beim Kunden, also jetzt nicht an Empfang, sondern wenn wir das erste Mal mit unserem Ansprechpartner Kontakt haben, und ich will jetzt nicht raus auf halt deine Hand so und so rum, sag den folgenden Satz mit der und der Betonung und guck dem in die Augen, bis er bricht, weil dann hast du gewonnen. Das alles völlig sekundär, ja. Also in meinen Augen. Natürlich sein, das ist entscheidend. Und auf Augenhöhe sein, das ist ganz wichtig. Ja. So sein wie das Gegenüber, haben wir ja letzte Woche schon besprochen, auf Augenhöhe unterwegs sein. Peer Group darstellen, das ist wichtig, mit was zu sagen. Und jetzt ist die große Kunst, wie vermitteln wir innerhalb dieser kurzen Zeit unserem Gegenüber, dass wir was zu sagen haben. Und in den allermeisten Fällen werden wir anfangen mit Smalltalk. Jetzt aber die Frage, was picken wir als Thema raus? Ich bin aus einer Familie, die aus dem Ruhrpott kommt. Und da schlägt mein Herz für einen Fußballverein, der im Moment eher am Ende der Tabelle zu finden ist. Und damit bin ich immer auf der falschen Seite, wenn es um Fußball geht. Ja, das ist also offensichtlich nicht so das ideale Thema für einen relevanten Smalltalk. Aber Benne, hast du Ideen, was wir liefern könnten? Aktuelles Geschehen. Also ganz generell, dieses Thema der Relevanz zieht sich hier durch. Ja? Also du bist richtig, ja, aber sei dir einer Sache gewiss, nächstes Jahr steht er wieder ganz oben. Zwar zweite Liga, so what. Aber, aber worauf ich raus will, was ein wichtiger Punkt ist, die Relevanz reinzubringen. Ja, klar kann ich mich darüber unterhalten, was das Wetter draußen so macht, gut, aber das kriege ich auch irgendwie bei der Pommes um die Ecke oder beim Bierchen am Bütchen, je nachdem, wo ich mich aufhalte. Aktualität, aktuelles Tagesgeschehen und der Impact aktuellen Tagesgeschehens auf mein Geschäft. Und das ist eigentlich das, was die Leute abholt. In aller Regel sitzen wir, wenn wir beim Entscheider sitzen, bei Leuten, die relativ gut wissen, was sie vorhaben oder schon wissen, was sie tun. Beides ist gleichermaßen interessant und spannend. Die Kollegen reden immer sehr gerne über sich selber. Auch das ist ein menschliches Bedürfnis. Also wenn ich die Leute gerne mal ihr Herz ausschütten lasse und einfach dabei zuhöre, wenn ich als Vertriebler da bin, das ist eigentlich schon die Königsdisziplin. Ja? Also man muss ein guter Zuhörer sein, im Vertrieb kein guter Redner. Das sind eigentlich so die Key Facts. Und ich sag mal so, wenn wir uns jetzt hier über CSP Tier 2 unterhalten, dann sind wir natürlich in der IT unterwegs. Ja? Da beißt die Maus mal keinen Faden ab. Hast du mitbekommen, Till, was die letzten 12 Monate dicker Daumen uns irgendwie hier so ein bisschen umtreibt in Deutschland? Die IT. Mal gesehen. Meinst du? Ja, Corona. Corona zum Beispiel. Du hast ja ein Wahnsinns Thema gehabt, einfach mit Corona, wo man sagt, Mensch, wir haben hier, ich sag mal, einen Impact auf das Geschäft eines jeden unserer Kunden. Und das Thema, vielleicht nicht unbedingt beim Namen genannt, man kann das Thema charmanter spielen, als wenn ich sage, was macht Corona eigentlich? Aber Mensch, wie habt ihr das eigentlich gelöst hier? Erster Lockdown, Homeoffice, lizenzseitig das ganze Ding sauber gewesen oder. Jetzt steht der zweite Lockdown schon wieder seit 3 Monaten in den Büchern, das Ding wird jetzt gelockert. Wie habt ihr damit so die Erfahrung gemacht, etc., etc.? Und dann einfach die Kunden quatschen lassen. Also wirklich mit offenen Fragen agieren, den Kunden einfach mal von seinen Sorgen, Nöten und Ängsten berichten lassen. Vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrungsknowledge abgreifen. Ja, ist auch wichtig fürs nächste Kundengespräch. Ne? Was Kollegen A umtreibt, treibt bestimmt auch und sicherlich auch Kollegen B um. Und das Thema dann einfach mal zu spielen, wenn ich einfach in 2,5 Stunden den nächsten Kundentermin habe, ist Gold wert. Ja? Da, man braucht gar nicht so schrecklich und verrückt viel nachdenken. Wie gesagt, mitschreiben, aufpassen, was die Kollegen erzählen, wirklich den Leuten an den Lippen hängen und die ein bisschen füttern dabei und dann einfach, einfach davon berichten lassen, was die so einen ganzen Tag bewegt und vor allen Dingen auch, was das mit dem Geschäft gemacht hat. Ist ein Elfmeter. Also gut, auf Schalke klappt der Meister nicht, aber ist aber so, im Sales geht das schon, ja, gar keine Frage. Das ist mal so, ja. Pech im Fußball, Glück im Sales. Das Ding bei der Nummer ist, tatsächlich fangen Menschen an zu plaudern, das klappt ja jetzt außerhalb von Sales auch, immer dann, wenn man mit ihnen über ihre Hobbys oder über ihren Job spricht. Und mit einem Entscheider ist das häufig gar nicht mal so trendscharf zu betrachten. Ne? Was ist jetzt, was ist Job, was ist Freizeit, was ist
was ist was, aber viele Entscheider häufig in ihrer Rolle komplett aufgehen. Insofern ist die einfache Plauderei, ja, über aktuelle Themen wie die aktuelle Krise mit dem Bezug aufs Geschäft tatsächlich Gold wert. Ansonsten, wenn wir relevanten Smalltalk führen wollen und nicht so einen Seller hinten dran haben wie die aktuelle Krise, dann hilft es natürlich, schlau zu sein und sich ein bisschen schlau gemacht zu haben in der Vorbereitung über die Branche. Ja. Wie kommt es da zu liegen? Wie stehen die Zahlen? Welche Firmen sind da groß? Wie hat sich was entwickelt? Sind die unter Druck oder nicht? Dass wir da einfach ein bisschen auf Augenhöhe unterwegs sein können und Gesprächspartner sind. Besser auf alle Fälle als jemand, der völlig unvorbereitet ist. Und Franzin, das haben Sie gar nicht verstanden, was Sie geschäftlich machen. Können Sie das mal erklären? Das ist natürlich immer ein bisschen schlecht, weil dann sind wir nicht relevant. Insofern genau das. Ja, und die Leute werden ausspeichern. Die werden anfangen, uns Sachen zu erzählen. Übrigens, ausspeichern ist Telekom-Wortschatz. Ne? Nicht wundern, bitte. Telekom-Sprech. Genau. Neusprech, Telekom-Sprech, ausspeichern. Soll heißen, da erzählt uns einer was. So, also die Kunden werden uns natürlich was erzählen, wenn wir sie nach Themen fragen, die sie interessieren und sie ein bisschen in die Selbstdarstellung kommen. Und da liegt das meiste an Informationen schon drin. Wichtig dabei, der kleinste Teil der Kommunikation findet per Sprache statt. Das heißt, wenn wir unser Gegenüber plaudern lassen, dann kommunizieren wir trotzdem mit die ganze Zeit, auch wenn wir jetzt sprachlich nichts sagen. Man kann das auch aktives Zuhören nennen. Da ist unglaublich viel drin enthalten. Körpersprache ist enorm wichtig. Wir haben uns vorhin schon über das limbische System unterhalten, zumindest ganz kurz gestriffen, letzte Woche ein bisschen mehr. Das limbische System nimmt 80% all dessen auf und wahr, was irgendwie kommunikativ um uns rum so passiert. Und das ist genau nicht Sprache. Das heißt Botenstoffe, Erscheinung. Übrigens nicht zu verwechseln mit Anmutung. Ne? Erscheinung. Eine Erscheinung kann durchaus gepflegt sein. Also bei mir ist das jetzt schwer. Ich sitze hier rum im Polohemd mit einem Hoodie drüber. Leger, Homeoffice halt. Und normal, ja, also auf Augenhöhe. Ein Anzug könnte man zum Beispiel als gepflegte Erscheinung mal betrachten. Das hat aber mit Anmutung überhaupt nichts zu tun. Wenn ich im Anzug in ein Start-up komme, das nicht gerade im Financial Sector unterwegs ist, dann ist die Anmutung dieser gepflegten Erscheinung doch vielleicht ein bisschen spießig, falsch und bieder. Jedenfalls passt das nicht zu dem, was ich vorhab im Sales Cycle. Dann ist meine Anmutung ein bisschen off. Also immer Erscheinung im Vergleich zum Ansprechpartner. Ja, wir wollen auf Augenhöhe unterwegs sein. Sprachmelodie ist ganz wichtig. Wortwahl, Tonlage, Sprachfluss, Gestik, Mimik, all das ist wichtig. Und ich denke, wir kennen alle solche Situationen, in denen ein Gegenüber jetzt so scheinbar ein bisschen eigenartig ist. Ich weiß nicht, Benne, kennst du Menschen, die so schreien? Die ganz laut sprechen? Ne? Was? Ihr so? Sie? Ja, sicher. Kenne ich. Bin there, done that, bought the T-Shirt. So. Ja, und mit denen können wir super umgehen. Ja, die finden nur alle Menschen immer so komisch, weil die so leise sind und so zurückhaltend. Ja, hier ist keiner mal offen und hier spricht keiner ehrlich. Das heißt, wenn wir unser Gegenüber spiegeln, wenn wir die Körpersprache ähnlich handhaben, wenn wir ähnlich offen sitzen oder in einer ähnlichen Position wie unser Gegenüber, wenn wir die Sprachmelodie matchen unseres Gegenübers, eine ähnliche Wortwahl haben, eine ähnliche Tonlage, Sprachfluss, sehr laut sind, wenn unser Gegenüber sehr laut ist, der gestenreich sprechen, wenn unser Gegenüber gestenreich ist und eine extreme Mimik haben, wenn unser Gegenüber auch so eine extreme Mimik hat, das kommt unglaublich gut an. Und die Leute werden sagen, Mensch, das gibt's ja gar nicht. Guck dir das mal an, das ist ja wie ich. Ja? Und auf einmal kommen wir durch die Tür. Und auf einmal wird der Kontakt erheblich besser. Und dieses Spiegeln hilft enorm. Ja, wir hatten das letzte Woche schon mit dem Kind füttern. Versucht mal, euren Mund nicht aufzumachen, wenn ihr ein kleines Kind füttert, wenn ihr den Löffel da reinsteckt vorne. Das wird nicht klappen. Ihr könntet das vornehmen, aber es klappt nicht. Spiegelzellen, ja? Sind das Stichwort. Und das passiert uns. Sachen, die so sind wie wir, nehmen wir wahr und gehen damit irgendwie in uns um. Und das ist viel mächtiger als Sprache. Insofern, wenn unser Gegenüber plaudert, perfekt, dann haben wir genug Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, ähnlich zu sitzen, ja, und in der Antwort ähnlich zu quatschen, mit einem ähnlichen Habitus unserem Gegenüber
entgegenzutreten. Und passt, ja, es wird sogar ein Team aufkommen, ist versprochen. Können wir auch noch stundenlang drüber quatschen, wie das in Kneipen funktioniert. Auch da passt das ganz gut. So, und dann müssen wir, wie jetzt schon oft gehört, relevant sein für den Kunden. Und dazu einen kleinen Ausflug. Wahrscheinlich kennt ihr TED, ne? TED Talk. Benne, du bist großer TED Talk. Fan, absolut. Ja, Wahnsinn wissen, was da geteilt wird. Das Ganze kostenfrei und revolutionär, disruptiv, halt TED. So, und da gibt es einen coolen TED-Talk von Simon Sinek. Und das ist so ein Papst, wenn es um Kommunikation geht und warum Sachen funktionieren und Sales-Strategien. Und Simon Sinek sagt, und das ist Gesetz, Punkt, das ist so, Simon Sinek sagt, die Menschen kaufen gar nichts bei dir. Die kaufen nicht, was du tust. Die kaufen, warum du das tust. Da gibt es einen TED-Talk zu, tut euch das mal an, ist unglaublich sehenswert. Der zieht eine Analogie zwischen jedem Wald- und Wiesen-Hardware-Schubser und Apple. Und tatsächlich ist die Motivation, Dinge zu kaufen, warum man etwas tut. Das ist erfolgreich. Und das ist was wir dem Kunden durchaus antun können, ne? So mit zum Geleit geben, warum wir tun, was wir tun. Das ist dem nämlich, und wenn es nur unbewusst ist, viel wichtiger, als ihm mitzugeben, was wir wirklich tun. Also ich tue, was ich tue, weil ich denke, dass es Zeit ist, all die verkrusteten Dinge mal auf den Prüfstand zu stellen und neu zu machen, die seit 20, 30 Jahren gleich funktionieren. Einfach mal zu gucken, wie wir mit Digitalisierung Sachen besser, schneller, effizienter machen können, dafür sorgen können, dass wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen. Motivation dargelegt, wahrscheinlich dann nicht so salopp wie jetzt, aber Motivation dargelegt und schon sind wir auf einer Wellenlänge, weil das Dinge sind, auf die man sich locker einigen kann. Ja? Was verkaufen ist immer schwierig, aber warum man etwas tut, das geht immer gut rüber. Das ist ganz wichtig und damit gewinnen wir auch Relevanz. Ja, also genau das ist der Punkt. Ne? Du hast gesagt, der kleinste Teil der Kommunikation findet per Sprache statt. Absolut richtig. Ja? Wir müssen relevant sein. Absolut richtig. Über all dem schwebt aber, und das ist meine Erfahrung, Authentizität. Also ja. Egal, genau darum geht es am Ende. Du hast gesagt, auf Augenhöhe Geschäft machen, etc., etc., zieh dich an, spiegel, was er tut, etc., etc. Aber bei aller Liebe, bleibt authentisch. Bleibt bei dem, was ihr könnt, bleibt bei dem, was ihr seid, denn nur dann geht es durch die Tür. Also wenn ihr euch in Schale schmeißt für einen Termin und ihr seht ein bisschen unaufgeräumt aus in einem Anzug, dann tut es nicht. Ja? Dann sucht euch einen Dress raus, der zu euch passt, in dem ihr euch wohlfühlt, wo ihr sagt, Mensch, da kann ich mit umgehen. Wenn ihr losgeht und euch vorbereitet, macht keine Checkliste fertig und hakt alles nacheinander sklavisch ab, genau dann kommt ihr nicht in den Redefluss, den ihr braucht, um authentisch zu wirken. Und bei all dem, was wir hier angeben, es sind immer wirklich Vorschläge, ja, macht letzten Endes ein Pick and Choose, ja, also guckt einfach, was euch gefällt und probiert euren eigenen Weg da aus, gebt euch ein paar Termine einfach, um da auch wirklich das Schwimmen zu lernen. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, weder Till noch ich. Punkt am Ende des Tages ist aber, der Fleißige wird belohnt. Das heißt, wenn ihr mit einer relativ hohen Taktung genau diese Sachen ausprobiert und dann irgendwann genau den Modus gefunden habt, in dem ihr da gut unterwegs seid, dann ist es für euch ein leichtes, mit jedem Kunden ins Gespräch zu kommen, beim Gegenüber so zu wirken, als wenn man nicht nur verdammt gut informiert wäre, worum es da gerade geht, sondern am Ende des Tages einen echten Mehrwert darstellt. Und das ist wichtig für den Kunden, da sind wir beim Thema der Relevanz, denn der will natürlich seine Zeit, sein Geld und ich sag mal, ja, alles, was er in euch sonst so investiert hat, auch irgendwie mit einem Revenue versehen haben. Wenn er sich nicht einen Mehrwert davon verspricht, sich mit euch an den Tisch zu setzen, wird er den Termin entweder gar nicht stattfinden lassen oder vorzeitig abbrechen und beides ist für uns gleichermaßen ärgerlich. Das ist so. Ja, weil wir im Zweifel viel Zeit und Mühe rein investiert haben, zu dem Termin zu kommen und das Gespräch führen zu können mit diesem Menschen, mit dem wir gerade zusammensitzen. Wir sind übrigens immer dann hilfreich für einen Kunden, Benne, auch da hast du völlig recht, wenn es dran geht, ihm weiterzuhelfen. Und weiterhelfen kann sein, dass wir ein Problem lösen oder unserem Gegenüber helfen, Ziele zu erreichen. Oder ihm dabei helfen zu glänzen, wenn er irgendwo glänzen möchte. Bei anderen Instanzen innerhalb der Unternehmung. Und wenn wir das glaubhaft versichern können, gleich im Entree, dann sind wir definitiv ganz vorne mit dabei und wir werden weitere Zeit geschenkt kriegen. Den Grundstein legen wir im Entree. Das Fundament dazu ist die Eröffnung. Und entscheidend dabei der alte Satz. Und das ist mal so, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Dazwischen müssen wir uns souverän bewegen. Klappt aber
bisschen Regelwerk dazu haben wir hier zusammengetragen. Und damit sind wir wieder bei Relevanz. Und da steht dahinter noch Fragen. Benne, kannst du das ein bisschen illustrieren? Ja, also wie eben schon gesagt, ne? Ein guter Seller ist einer, der gut zuhören kann. Das heißt, er muss letzten Endes einen Wirkungstreffer setzen und dann dem Kunden dabei zuhören, wie er da seine Wunden leckt. Ich muss also irgendwo genau dahin kommen, dass ich nicht einfach wie ein Hardseller im Outbound irgendwelche, ich sag mal, Telekom-like könnte man ja jetzt an Telefonkarten denken oder an sonst was, irgendwo aus dem Callcenter heraus. Nein, darum geht es genau nicht bei Solution Selling. Es geht darum, mit relativ wenigen, aber präzisen Fragen rauszufinden und zu umreißen, was der Kunde für eine Fragestellung hat, beziehungsweise was der Grund der Einladung ist. Und das gilt es rauszuarbeiten. Und das funktioniert am besten, indem der Kunde einfach erzählt, was er auf dem Herzen hat. Das tut er aber nicht, wenn ich die ganze Zeit rede. Dementsprechend bereite ich mir einen Fragenkatalog vor. Überlege mir, okay, wie arbeite ich jetzt mit dem Kunden gemeinsam heraus, wo hat er seine Bauchschmerzen, wo drückt das Schüchchen und was kann ich daran tun? Das sind nämlich immer genau die Punkte, um die es geht. Das ist so eine Aufnahme, so eine Situationsaufnahme, die man einfach dementsprechend dann rausarbeitet mit dem Kunden. Und dann am Ende des Tages und am Ende des Termines macht man eine Klammer drum und sagt, pass mal auf, ich nehme jetzt mit, also ich rekapituliere einfach nochmal, was besprochen worden ist, ich nehme jetzt mit, das und das brennt dir irgendwie unter den Nägeln und da hättest du gerne, lieber Kunde, von mir eine Antwort drauf in Form eines Angebotes, in Form einer Offerte, einer Preisinformation, whatever, kriegst du innerhalb von x Tagen, dass ich auch mit einer Verbindlichkeit rausgehe. Und dann habe ich einen erfolgreichen Termin hinter mir, weil dann habe ich letzten Endes was ich abarbeiten kann und im stillen Kämmerlein schick ausarbeiten kann. Und seid euch gewiss, egal wo du herkommst, diese Fragerei ist extrem wertvoll. Ich selber habe mir ja auch irgendwann mal so mein Grundstock an Wissen irgendwo angeeignet. Und da war nicht Google mein größter Helfer, sondern meine Kunden. Oder eben zu dem Zeitpunkt noch nicht meine Kunden. Ich habe so viel mehr gelernt, einfach nur dadurch, dass mir nichts zu doof war, das mal nachzufragen. Man darf das nicht plump tun, man muss das schick verpacken, wissend nicken, wenn der Kunde sagt, ja, weißt du ja, wo Blockchain und so. Mit dran. Ja. Selbstverständlich, alter Hut, sind wir dran, machen wir, nehme ich mit. Und zu Hause dann Google anschmeißen und dann gucken, Mensch, was ist denn das eigentlich und wie funktioniert das? Und dann kann ich das auch wunderbar und gewinnbringend im nächsten Termin mit unterheben. Also das ist immer so der Weg, wie man sich auch innerhalb einer Branche zum Beispiel so ein bisschen weiter nach vorne rauben kann. Aber so wird letzten Endes ein großes Ganzes aus. Ja, stimmt, zu 100% bin ich dabei. Und wenn wir das Ganze wieder münzen auf Solution Sales, was wir ja eigentlich verfolgen, dann geht es genau darum, Verkaufspotenziale rauszuarbeiten, Kundenbedürfnisse zu verstehen. Das heißt, die große Tüte Bonbons aufzumachen und anzufangen, drin rumzuwühlen. Ne? Was ist da noch drin? Und jetzt wühlen wir natürlich nicht einfach so ungefragt in irgendwas drin rum, sondern wir fragen unseren Kunden, was ist drin in deiner Tüte Bonbons? Also, was sind deine Ziele, lieber Ansprechpartner, und was sind deine Herausforderungen? Das kann man tatsächlich auch genauso fragen, natürlich idealerweise schick verpackt im Entree oder im Anschluss ans Entree in einer netten Plauderei, sodass unser Gegenüber gar nicht merkt, dass wir in ein produktives Vertriebsgespräch reinkommen. Aber man kann auch fragen, schön, dass ich da bin. Danke, dass Sie mir die Zeit gewähren, um Fleisch an Knochen zu kriegen und Butter an die Fische und Zeit nicht liegen zu lassen. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Wie sieht es denn aus? Was sind Ihre strategischen Herausforderungen mittelfristig? Und dann fängt unser Gegenüber an zu plaudern. Ja, überhaupt keine Frage. Wichtig dabei ist aber, dass wenn wir diese Fragen stellen, wir auch antworten lassen. Ihr wahrscheinlich schaut ihr ab und zu Talkshows. Benne, schaust du ab und an Talkshows? Nee, also, das ist ein paar Jahre her. Das ist was, was ich leider meinem Interesse entzieht, aber ich weiß, worauf du raus willst. Okay, es gibt grottenschlechte Interviewer, die einen höheren Redeanteil haben als ihre, nennen wir es mal, Gäste. Und das ist furchtbar. Es gibt da aktuell einen, der mich in die Richtung treibt, das ist Markus Lanz. Kann man halten, wahrscheinlich ist er ganz toll, aber was ich bisher von ihm gesehen habe, wahrscheinlich hatte ich immer nur Pech, als ich eingeschaltet habe, war Markus Lanz spricht und Gäste sitzen da und nicken allenfalls. Und das ist natürlich blöd, weil ich persönlich habe noch nie irgendwas gelernt, wenn ich gequatscht habe. Ich habe immer nur gelernt, wenn andere gequatscht haben und ich zugehört habe. Also
wenn wir eine Frage stellen, dann müssen wir auch zuhören, wenn die Antwort kommt. Das erwarte ich übrigens auch von meinen Kindern. Da klappt es nicht. Aber das ist der Anspruch, den ich also folglich auch an mich habe. Und das ist entscheidend. Wenn wir dem Kunden eine Frage stellen, lassen wir den Kunden erstmal überlegen. Weil aus der Pistole geschossen, eine Antwort drauf zu haben, sag mal, was sind eigentlich deine strategischen Herausforderungen innerhalb der nächsten 6 Monate? Das ist eine komplexe Frage, da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Also ich muss verstehen, die Worte verstehen, in mein Hirn kommen lassen und dann überlegen, was antworte ich denn da drauf? Jetzt in der Situation mit dem Menschen, der mir da gegenüber sitzt, den ich vielleicht noch gar nicht kenne. Lasse ich da eine Hose runter? Bin ich vielleicht zu offen? Will ich das alles erzählen? Darf ich das erzählen? Oder besser nicht, ist das jetzt geschickt, das zu tun oder nicht? Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dann komme ich irgendwann dazu, eine Antwort in meinem Kopf zu finden und dann muss ich die auch noch in Worte verpacken und dann muss ich die auch noch sprechen. Das dauert mal eine Zeit. Und der größte Fehler, den wir dann machen können, weißt du, was der größte Fehler ist? Also hast du eine Idee? Könnte der größte Fehler vielleicht sein, dass wir so Sachen vorschlagen vielleicht oder also, Worte in den Mund legen? Also ich könnte dir jetzt, weißt du, was ich meine? Also so da reinreden? Ja. Genau. Genau, das ist der Punkt. Ne? Wenn ich also keine Möglichkeit habe zu formulieren, wonach du mich initial mal gefragt hast, hast du verloren. Also auch ich selber kenne das zu Genüge, war da am Anfang auch oft zu ungeduldig und habe mir irgendwann angewöhnt, einfach meine Frage loszuwerden und dann einen Schluck Kaffee zu trinken, weil das Wunder wirkt. Da zwinge ich mich ja nicht zu reden und es sind so kleine Tricks so als Überschwungshandlung. Aber das gibt dem Gegenüber Zeit, nachzudenken, zu formulieren, ohne sich dabei komisch zu fühlen. Also auch Ruhe mal aushalten können. Also der wertvollsten Tipps, die ich von dir ever gekriegt habe, ja, dass man den Schluck Kaffee oder Schluck Wasser oder was auch immer da vor mir steht, da einfach mal einen Schluck von zu nehmen. Und ja, ich hatte damals nicht so ganz nachvollziehen können, woran das liegt und was du damit bezweckst. Aber natürlich, verprobt und ausprobiert, auf einmal kriegt man viel mehr Informationen, die man vorher so nicht gekriegt hätte. Und es hilft sehr bei der Impulsbeherrschung, ne? Das, was wir alle so doll üben müssen. Ja, mega. So, also überlegen lassen und antworten lassen. Und nicht selbst reingrätschen, nicht selbst Möglichkeiten nennen und so weiter. Genau wie beim Arzt. Ja, wir hatten letztes Mal das Beispiel mit der blutigen Amputation, die uns so viel Spaß macht. Deswegen bieten wir jedem Patienten eine Amputation an und fragen gar nicht nach, was er wirklich braucht. Das wird nichts, ne? Das ist Quatsch. Wenn wir zum Arzt gehen, dann sind wir gewohnt, dass wir gefragt werden, was hast du denn? Ja, und dann können wir erzählen, boah, ich habe Rücken. So, und dann wird es auch sinnvoll. Ja, und dann geht der Arzt auf uns ein. Genauso machen wir das auch. Wir fragen also unser Gegenüber, was hast du? Und dann sagt unser Gegenüber, Rücken. Und dann sind wir zufrieden. Vielleicht da nochmal die Brücke zu den Fragen. Dirk, hat sich einer über den Chat schon gemeldet? Vielleicht in irgendeiner Form, Art und Weise? Oder ist da Stille? Also es gab eine Zustimmung zu der Meinung über Herrn Lanz. Ja, das wurde geäußert. Ja, Till, also was soll ich sagen? Daneben gegriffen beim Fußballverein, daneben gegriffen bei der Wahl des Abendprogramms. Ja, das ist mal so. Zumindest die eine Episode da, die war nicht so gut. So, okay, vielen Dank, aber jetzt müssen wir Sachen mal priorisieren. Und tatsächlich müssen wir Sachen priorisieren. Wenn wir mit unserem Kunden sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur über eine Sache. Und wir stellen nicht nur die eine Frage, was sind denn deine Ziele und Herausforderungen? Das sind ja schon mehrere, schon in der Frage. Das heißt, wenn der Kunde uns erzählt hat, boah, ich habe hier so Stress, das läuft alles nicht, dann wollen wir natürlich wissen, was noch los ist. Ne? Also, das läuft alles nicht, habe ich verstanden, lieber Kunde. Was denn noch? Boah, ich habe das Gefühl, dass was läuft, das läuft schlecht. Ah, okay, gut, also noch ein Problem. Ne? Und was noch? Ja, ich habe, also dann glaube ich, sind wir auch noch zu billig. So, das heißt, wir fragen nach. Ja, was denn noch? Hast du noch mehr? Okay, und links und rechts und so weiter. Das heißt, wir fragen wirklich. Wir wollen die ganze große Tüte Bonbons durcharbeiten und tun uns nicht damit zufrieden, dass eine Sache vielleicht jetzt nicht gut ist. Wir fragen also weiter nach. Und wir fassen auch immer zusammen und versuchen herauszufinden, ob wir richtig verstanden haben, was unser Gegenüber uns erzählt hat. Ja, also boah, ich habe das Gefühl, hier läuft alles nicht. Ah, okay, läuft alles nicht, habe ich verstanden, alles cool. Und sonst noch? Ja, wir sind zu billig. Aha, ich verstehe also richtig, ihr seid zu billig. Ja, genau, wir sind zu billig. So, es sind ja längere Antworten, insofern ist das Wiederholen
gar nicht so verkehrt. Aber irgendwann haben wir eine unglaubliche Latte an Punkten, an Herausforderungen, an Zielen, an Wünschen, an Träumen unseres Kunden auf dem Schreibtisch liegen. Wir haben idealerweise fleißig mitgeschrieben, elektronisch oder auf Papier. Elektronisch bietet sich hier an, denn was machen wir mit diesem Wust an Informationen, die wir gekriegt haben von unserem Kunden? Wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt liegen da unstrukturiert ganz viele Sachen, die einfach aus unserem Gegenüber rausgeplätschert sind. Ein paar Sachen mussten wir bohren, ein paar kamen einfach so. Aber was machen wir damit? Und jetzt kommt's dazu, dass wir ein guter Seller sind. Wir nehmen all diese Punkte und bitten unseren Ansprechpartner, diese Ziele und Herausforderungen, von mir aus getrennt, eine Seite Ziele, andere Seite Herausforderungen, zu priorisieren. Und was sich daraus ergibt, ist eine Liste mit Zielen und Herausforderungen, priorisiert von tut ganz doll weh, will ich ganz doll hin, bis zu schon unangenehm, aber zu verschmerzen und wäre schon schön, aber muss jetzt nicht unbedingt sein als Ziel. Und Benne, korrigiere mich, wenn ich daneben liege, aber für die allermeisten Ansprechpartner in meinem Leben, zumindest bisher, war das erste Mal, dass die eine strukturierte, durchpriorisierte Liste von Zielen und Herausforderungen zu liegen hatten und auf einmal ihre Problemwelt ganz klar vor sich gesehen haben, weil so ein Gespräch führt man normalerweise nicht. Ist das ja bei dir anders? Nein, zum Glück nicht. Damit verdiene ich mein Geld. Ja. Das ist genau so, wie du sagst. Also du bietest durch einen Sales-Termin, den ein Kunde vielleicht initial mal angegangen ist und da, na gut, noch so einer, der mir was verbimmeln will, unterfütterst du so dermaßen mit Mehrwert für den Kunden, dass der hinterher nicht anders kann. Wie der Pavlovsche Hund bei jedem Problemchen, was er hinterher hat, wieder bei dir anzukommen und zu sagen, Deal, hilf mir, ich habe da wieder ein Thema. Genau das ist ein Mehrwert für beide Seiten. Ich als Seller habe, wenn ich rausgehe, einen kartierten Kunden, einen gläsernen Kunden und habe einen Fahrplan für die nächsten 3 bis 5 Jahre, weil ich genau weiß, zu welchem Zeitpunkt der Kunde was benötigt. Ich habe einen Mehrwert für den Kunden geschaffen und bin im Ansehen des Kunden wahnsinnig gestiegen, weil so etwas Wertvolles in einem initialen Termin nie jemand mit mir durchexerziert hat. Und habe im Prinzip damit auf beiden Seiten Gewinner und habe genau die erwünschte Augenhöhe und letzten Endes das erreicht, warum wir diese Solution Sales Angel machen. Das ist, wir wollen der Berater auf Augenhöhe sein für unsere Kunden. Da geht es nicht darum, den mal einmal ein Einmalgeschäft anzudrehen. Da geht es darum, Strategie letzten Endes an die Hand zu geben und dabei zu helfen, gesteckte Ziele zu erreichen. Ich habe eine Frage zwischendurch. Mhm. Das klingt ja jetzt nach... Das kann man ja nicht in 5 Minuten führen, so ein Gespräch. Ne? Was ist denn da aus eurem Gefühl, was ist denn so der Mindestzeitraum, den man dafür ansetzen muss? Ne? Wahrscheinlich 15 Minuten werden auch nicht reichen, eine halbe Stunde auch nicht, oder? Wie seht ihr? Ja, es kommt immer darauf an. Natürlich, um sowas produktiv und flächig zu machen, um Kunden da komplett transparent durchzuarbeiten, da brauchst du eine Stunde Unterkante bis zu einem Tag, Oberkante oder zweimal. Ja. Aber das ist natürlich dann gleich ein Workshop-Charakter. Das kann mal indiziert sein und mal wichtig, auch für die Kundenbeziehung, ja, aber dazu muss es sich natürlich lohnen. Man kann sowas aber auch stark verkürzt mit einem Elevator-Pitch machen. Ne? Also dann gehen wir das natürlich nicht flächig an, aber in einer bekannten Situation, mit einem bekannten Gegenüber, mit einer bekannten Problemlage, können wir ja vorher ahnen, welche Antworten wir kriegen werden. Oder wir sind unglaublich schlagfertig, aber dann können wir sowas auch sehr, sehr, sehr knapp und kurz tatsächlich innerhalb eines Aufzugs machen. Aktuell aber nicht. Corona ist da böse im Weg. Ja, Menschen quatschen nicht gerne in Aufzügen, wenn man zusammen drin steht. Nee. Dennoch, nee, natürlich hast du recht, Dirk. Das ist schon so. Da brauchen wir ein bisschen Zeit für. Benne, wie siehst du den zeitlichen Ansatz? So wie du gesagt hast, also depends. Ja. Also ich sage mal, man kann unheimlich gute Gespräche in einer Stunde führen, wenn die Ausgangslage relativ gut bekannt ist. Ja. Wenn wir aber einen Kunden fragen, sag mal, wie sieht denn überhaupt deine Strategie die nächsten 3 bis 5 Jahre aus? Wo willst du hin? Was willst du machen? Und was könnt ihr dabei so alles neben so einer Pandemie alles in die Suppe spucken? Das sind ja Sachen, die kann man häufig nicht aus der Hüfte rausgeschossen beantworten.
Und vor dem Hintergrund ist es da durchaus, ich sag mal, Unterkante wirklich eine Stunde, eher zwei und bis hin zu wirklich mehrtägigen Workshops. Auch ja, einfach zu gucken, wie verworren ist so ein Geschäft, wie verworren ist das, ist die Branche an sich, das Business an sich, etc. etc. Wie gut ist auch mein Gegenüber in der Lage, genau zu identifizieren, wo denn letzten Endes der Hafer sticht. Du sagtest eben im Vorbeigang, ja, dann priorisiert er halt mal eben durch. Ja, das ist ein Prozess. Es gibt Kollegen, die sind aufgeräumt, die können sagen, bum, 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 in der Reihenfolge. Was wir immer gemacht haben, ganz gerne gemacht haben, ist Business Value Poker. Ja, du gehst halt hin und schaust einfach, pass mal auf, das ist der Need, den du erschlagen möchtest. Wie hoch würdest du das werten als Impact auf dein Business? Und dann kannst du halt Karten vergeben. Wir machen dann immer 1.700, 300, 100 Punkte. Und jeder darf jede Karte nur einmal zücken am Tisch. Man sitzt ja meistens nicht zu zweit, sondern wirklich mit mehreren Leuten am Tisch. Da hat man auch gerne mal mehrere Ansprechpartner. Die kriegen die Dinger, dann wird aufsummiert, okay, bumm, hoher Wert, hohe Priorisierung, niedriger Wert, niedrige Priorisierung. Da kann man das Thema nochmal beleuchten, fragen, wieso machst du das, warum, weshalb. Aber das sind halt genau solche Workshop-Techniken, die kriegst du halt nicht in der Stunde untergebracht. Das ist dann wirklich ein Thema, wo man sagt, okay, komm, pass auf, wir haben uns beim letzten Mal drüber unterhalten. Das, was wir schmerzlich vernachlässigt haben beim letzten Mal, was wir heute wunderbar hingekriegt haben, einen großen Ausblick, wo geht die Reise hin, zum Start mal zu geben, das ist halt auch für den ersten Pitch immer ganz gut. Interessant zu wirken, informiert zu sein und dann wirklich auch einen Follow-up eigentlich abzumachen, wo man sagt, komm, das ist ein Thema, da sollten wir nochmal bedampfen. Da sollten wir uns aber nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde an den Tisch setzen. Tu mir den Gefallen, block doch mal einen Vormittag für mich. Und wenn der dann sagt, jo, wunderbar, der erste Pitch war jetzt schon so interessant, das gebe ich mir, weil ich glaube und dem Till zutraue, ja, der macht es, dann hast du schon gewonnen. Ja? Und dann kannst du auch ganz anders auffahren und dann bist du mit so einem Vormittag, ich sage mal so 2 bis 4 Stunden, bist du dann auf der richtigen Seite, Dirk. Mhm. Nochmal eine Frage denn. Wie damit umgehen, wenn man vielleicht initial oder generell mit einer Gruppe von Personen zu tun hat, weil dann das Spiegeln und das Entree, das Spiegeln schwerfällt natürlich, ja, man kann wahrscheinlich alles spiegeln, dann wird es vielleicht ein bisschen komisch und wie kann man mit dem Entree umgehen, ja, wenn man eine Gruppe vor sich hat? Ja, es gibt grundsätzlich, super Frage, es gibt grundsätzlich einen Chef im Ring. Eine Sache ist völlig klar, wenn wir in den Raum kommen, dann sind wir Chef im Ring, das ist unser Termin, wir geben die Themen vor, wir sprechen darüber mit dem Kunden. Da gibt es dann auch wieder Techniken zu, wie man sich darauf einigt, aber grundsätzlich ist das erstmal unser Meeting. Aber in der Gruppe, mit der wir sprechen, ist auch völlig klar, da gibt es einen Chef. Da gibt es einen, der ist der Wortführer. Und das ist die Person, die wir abholen müssen. Ja, da gehen wir verschärft drauf ein. Und das ist tatsächlich so, wie auch der Knigge vorgibt, in meiner Welt zumindest, wie der Knigge vorgibt, im Geschäft, wen grüßen wir zuerst, wen wann. Wie läuft das alles ab? Da geht es nicht nach Geschlecht, ne? Da geht es nach Position. Ja. Und fertig. Und das ist es, worauf wir eingehen. Das heißt, der Wortführer, der Chef im Ring, die Chefin im Ring, ja, das ist derjenige, diejenige, um die es geht, die wird gespiegelt, das ist der Fokuspunkt. Der Rest ist sehr wichtig, meist auch demokratisch, da können wir dann punktuell natürlich drauf eingehen, müssen wir auch. Aber das große Ganze wird überstrahlt vom Chef. Ja, möchte ich ein bisschen unterfüttern nochmal aus der Praxis. Ganz häufig ist es so, man hat einen oder einen Nee am Tisch sitzen, der hat das Portemonnaie in der Popotasche und kann das zücken bei Bedarf. Das ist meistens im Mittelstand ganz häufig Inhaber geführt. Ja, sitzt der Inhaber mit am Tisch. Der ist aber nach seinen 35 Jahren im Amte gar nicht mehr so knietief drin bei den Themen mit der Digitalisierung und so, da hat er ein Spezi dafür. Das sind die Fachabteilung. Und der sitzt halt auch mit am Tisch oder die sitzt halt auch mit am Tisch. Überzeugen muss ich denjenigen, der das Portemonnaie zücken kann am Ende des Tages. Mein Buying Center ist da interessant. Ja, wer ist derjenige, der mich hinterher bezahlt und entlohnt für das, was ich tue? Fachlich überzeugen muss ich dann aber da ganz häufig eben die Fachabteilung. Und das ist tatsächlich deswegen eine gute Frage, weil es nicht immer eindeutig ist. Also ganz häufig gibt es auch den Fall, dass man eine Fachabteilung hat, die gar nicht so wahnsinnig glücklich darüber ist, dass da auf einmal ein externer Berater kommt. Man muss die bis zu einem gewissen Punkt begleiten, mit abholen, darf die aber nicht klein machen, auch nicht vom Chef. Also auch das ist immer ein ganz guter Weg.
Man muss dem Chef einfach relativ einfach runterrechnen, zum Beispiel CSP. Ja? Was hast du davon, wenn du mit uns hier Richtung CSP wandelst? Und dann sitzt da natürlich die Fachabteilung mit am Tisch. Ja gut, bei mich ja überflüssig. Das ist so der erste Gedanke, wenn man dann da ans Vorrechnen kommt. Schön ist dann, wenn man dann den gelungenen Pitch damit abrundet, dass man nochmal poliert, wie wichtig die Fachabteilung in diesem Konstrukt ist, denn irgendeiner muss den Bums unterhalten und wahren. Und dann hast du gleich einen Buddy in Crime, dann hast du auch einen Kumpel mit am Tisch sitzen und dann hast du auch keinen Stress, oh Cortana, dann hast du auch keinen Stress hinterher, ich sag mal, beide Seiten vernünftig abzuholen. Aber das ist natürlich ein Thema, auch da kann ich nur sagen, hilft die Erfahrung. Also das ist halt nichts, was man vorweg super planen kann. Wichtig ist aber das, was du gesagt hast, Till, den Silverback am Tisch, den gilt es als erstes ins Boot zu holen und dabei aber bitte den Rest der Herde nicht vergessen. Genau. So. Kam ich von mir, ne? Die kam aus der Zuhörerschaft. Ja. Danke. Ja. Alles super. Ja. Und grandios. Ja. Offensichtlich sind wir hier bei den Themen ziemlich nah dran an dem, was von Interesse ist. Wenn wir das so abgeliefert haben und durchpriorisiert haben, dann haben wir ein wunderbares Ergebnis, das wir in der Follow-up-Mail mal platzieren können. Ne? Das ist grandioser Inhalt. Das hübsch machen. Schön aufbereiten, Firmenlogos reintun und so weiter, dann sind wir da auf einem geilen Niveau unterwegs. Die Mail muss man ja auch nicht im Ganzen neu formulieren. Da kann man sich vielleicht auch mal eine Vorlage zum bauen und dann an den entsprechenden Stellen ergänzen. Wollte ich sagen, so. Das ist mal keine Arbeit. Ne? Also tatsächlich, das ist, ich habe viele gute Leute beim Kunden erlebt, die dann die letzten 2% nicht mehr investieren wollen, weil sie gesagt haben, es ist mir zu viel Stress hinten dran. Und das ist immer, ich sag mal so, dieser Vergleich, der hinkt auch wirklich nicht. Da schmeißt du mit dem Hintern rum, was du mit den Händen aufgebaut hast. Oh ja. Den ganzen Kram einmal vernünftig, übersichtlich präsentiert und dargelegt dem Kunden, also auch keine Prosa, wirklich keine Prosa. Das müssen keine Bandwurmsätze sein, das muss nicht verrückt eloquent sein. Aber wenn man einfach sieht, etwas auf, da ist einer, der kümmert sich, der hat verstanden, was ich möchte. Mhm. Und der hat mir jetzt den Gefallen getan, das ganze Ding hier irgendwie verständlich auf einer halben Seite einmal kurz runterzuschreiben mit Stichpunkten. Einfach nur Bullet Points, dass ich weiß, okay, das könnte die Fahrlinie sein, da stehen wir, dass der Kunde eine Checkliste hat, sagt, okay, erstes Gespräch stattgefunden, jetzt nimmt er sich nochmal Vormittag Zeit für uns und er eruiert mit uns, Mensch, wo geht die Reise hin und. Alleine das ist einfach extrem wichtig und das ist nicht nur in der Zeit der Pandemie, wo man jetzt hier viel wirklich auch digital arbeitet, das ist das Thema der Verbindlichkeit. Ja, ich habe gar nichts davon, die dollsten Gespräche geführt habe und alle sagen, Mensch, der Till, das ist aber so ein feiner Kerl. Und am Ende des Tages hat er sich nie wieder gemeldet. So, dann ist er raus. Ja. Ja, dann hat er auch irgendwie verloren. Und das ist halt genau der Punkt. Ich muss die Kunden immer füttern mit einem Häppchen, muss einen Ausblick schaffen auf das, was als nächstes kommt. Das Ganze dokumentieren, einmal zur Seite legen und sagen, pass auf, so und so und so wird das gemacht. Da setzen wir beim nächsten Mal an. Lieber Kunde, immer verbunden mit der Anfrage, wann machen wir weiter? Gar nicht ob, sondern wann. Es ist immer die Frage, wann geht es weiter? Weil was zu machen ist, habe ich dir aufgeschrieben. Wann machen wir da weiter? Wann setzen wir da an? Ja. Und zack, ist dabei wieder im Spielfeld des Gegenüber. Ihr habt einen super Grund anzurufen, wenn er sich an der Woche nicht getuppt hat. Da kann man eben einmal nachfassen und sagen, Mensch, wo ist vielleicht untergegangen? Machst du nochmal eben drüber gucken. Ne, aber wo ich sie so schön am Telefon habe, kommen wir mal eben Outlook auf, gucken wir gleich mal Terminchen raus. Der hat keine andere Wahl. Ja. Ja, 100 Pro. Wenn wir damit durch sind, ne, Solution Sales wohlgemerkt, ganz, ganz wichtig, dann gehen wir ein Schrittchen weiter. Wir qualifizieren, was wir besprochen haben. Und wenn hast du eine Idee, weshalb wir Sachen qualifizieren, die unser Gegenüber uns erzählt hat? Ja, weil du ja manchmal auch nur mit dem Chef zu tun hast und der, wie gesagt, nicht immer knietief drin ist in der Materie. Das ist mal so. Ohne das despektierlich zu sein. Ne? Also, ja. Und ohne, dass wir jetzt alle den gleichen Menschen im Kopf hätten, zumindest wir zwei beiden. Aber die große Frage ist, also wofür qualifizieren? Wenn wir, und das hatten wir beim letzten Mal ja angesprochen, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Für unterschiedliche Menschen bedeuten unterschiedliche Themen Unterschiedliches. Wenn man eine andere Perspektive hat, dann beurteilt man schnell Dinge aus seiner Perspektive und nicht aus der, die sinnvoll ist. Was will ich sagen? Ich habe mal eine Präsentation gehalten und mein Gegenüber fragte, ob ich noch was zeigen würde.
Und ich hatte eine Eingangsfolie dargestellt und aufgelegt. Und es war eine WebEx. Und was ging jetzt in mir vor? Ich dachte, mein Gott, den interessiert überhaupt nicht, was ich hier zeige. Diese Eingangsfolie ist genau nicht drauf auf dem, was er sich eigentlich versprochen hatte. Es war ein Folgetermin. Ich bin komplett falsch abgebogen. Das gefällt ihm jetzt nicht, warum auch immer. Ja, komisch. Und dann habe ich mich dessen besonnen, worum es geht. Qualifiziere, was dein Gegenüber dir erzählt. Und dann habe ich gefragt, was meinen Sie damit? Ja, wollen Sie noch was zeigen? Dann setze ich mich an meinen Rechner. Ich bin im Moment nur telefonisch drin. Aha. Das heißt, meine Erwartungshaltung war komplett anders als das, was der Kunde tatsächlich gesagt hat und sagen wollte. Ja, der hatte einen anderen Zweck dahinter. Insofern ist es wichtig, dass wir qualifizieren, was unser Kunde erzählt, damit wir nicht falsch abbiegen und fehlinterpretieren, was der Kunde erzählt. Wenn mir jemand sagt, boah, Sales läuft nicht und ich verkaufe CRM-Produkte, D365 zum Beispiel, dann wäre für mich völlig klar, dass der Stress mit seinem CRM hat. Ah, okay, ja klar, dann müssen wir jetzt mal über CRM sprechen. Bitte? Nee, haben wir gerade. D365 ist super und läuft toll. Nee, meine Leute sind einfach schlecht. Ah, okay. Ja gut, falsch abgebogen. Tut mir leid. Ja, muss nicht sein. Können wir besser machen. Und weil wir während des Gesprächs mit der Lösung ja gar nicht um die Ecke kommen, sondern nur zuhören, nur rausfinden wollen, was brauchst du, Kunde, damit wir Themen kriegen, die wir mitnehmen, zu Hause durcharbeiten und mit Fachleuten durcharbeiten können, um dann im nächsten Termin zu präsentieren oder präsentieren zu lassen, eine Lösung vielleicht schon vorzustellen, ist es ganz wichtig, genau zu verstehen, worum es geht. Das heißt, wenn mein Gegenüber mir sagt, boah, also Sales funktioniert bei mir gar nicht, dann stelle ich ein paar qualifizierende Fragen. Woran machen Sie das fest? Ja, weiß ich nicht, die sind erst um 10:30 da, wenn überhaupt. Und die müssen nicht meinen, dass dann irgendwann mal irgendjemand am Telefon sitzt, es sei denn, er würde angerufen und könnte dem gar nicht entgehen. Aha, okay. Und wie stellt sich das dar? Ja, wie gesagt, die Leute telefonieren nicht, die sind nicht anwesend und irgendwie passen die Zahlen auch nicht hinten raus. Ne? Aha, okay. Was verstehen Sie unter die Zahlen passen nicht? Das heißt, wir arbeiten mit Fragen raus. Wie stellt sich das, was du gerade in Worte gefasst hast, wirklich dar? Wie prägt sich das aus in deiner Organisation? Benne? Ich muss innerlich und äußerlich schmunzeln, weil ich mich so häufig ertappt fühle. Ich bin in Wäschefass große Fettnäpfe getreten, genau weil ich das nicht beherzigt habe. Ja. Es ist so. Das ist also tatsächlich, das hört sich an nach Common Sense und irgendwie, ja, normaler Menschenverstand, aber ganz ehrlich, Leute, glaubt uns, dass wenn ihr da einfach so arbeitet, und es ist echt nicht zu viel gefragt, wenn man einfach sich darauf konzentriert, genau das zu tun, was wir euch hier erzählen, man hat die Nase so weit vorne vor dem Wettbewerb, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Denn genau diese Rückversicherung rettet dir das Popöchen. Ja? Und in Bezug auf CSP Tier 2, wenn du dir überlegst, wo geht die Reise hin und was willst du anbieten, hast du verstanden, wo die Reise hingeht? Wir reden jetzt über neue Lizenzen. Ja? Wenn es eine Lizenzverlängerung ist, geschenkt, dann geht es auch easy. Dann lässt du die Liste kommen und ab die Post. Aber kommt ein Kunde mit dem Anliegen zu dir und sagt, pass auf, ich muss mal gucken, wie ich mich lizenzieren muss, dann musst du verstehen, wie das Geschäft funktioniert. Also ich habe ein Praxisbeispiel gerade aus dem letzten Jahr. Eine Firma hat einen Merger gehabt, noch eine weitere Firma dazugekauft, saß bei uns, hatten einen alten EA und die Fragestellung lautete, sag mal, würde ich Kohle sparen, wenn ich Richtung CSP wandere? Und die Antwort war ja, selbstverständlich, sagt mein Verkäufer, ja, sagt mein Accounter, gar keine Frage. Dann sind wir zusammen hingefahren und der hat auch genau das nicht getan. Der hat nicht nachgefragt, ne? Was meinst du jetzt damit? Gehst du hin und rechnest dann mal deinen alten EA auf im Bereich, keine Ahnung, oder 65 oder M365, E3, E5 Pläne, whatever, ja, klar, sparst einen Euro. C in CSP steht für Cloud, habt ihr mitbekommen vielleicht. Und wir hatten jetzt da eine Firma, die hatte gemerged und hat VDA-Lizenzen genutzt, um letzten Endes lokale Services in der Firma anzusteuern. Diese VDA-Lizenzen sind im CSP-Modell nicht mit da drin. Heißt, du kommst mit einem einzigen Vertrag nicht hin und musst es dann noch MPSA mit CSP knüpfen. Und oh Wunder, irgendwie waren wir hinterher pari oder noch teurer als das, was der Kunde jetzt im Haus hatte. Denn im EA waren diese Sachen alle mit drin. Und genau das ist halt das Thema, ja, es rettet einem das Popöchen, auch vor Gesichtsverlust, ja,
wenn man vorher seine Hausaufgaben richtig macht. Und das ist genau der Punkt. Ne? Wir haben dann da zu zweit gesessen und bei näherer Betrachtung war das, was mein Mitarbeiter dann dort vom Stapel gelassen hatte, nicht korrekt. Dann ist halt wichtig, dass man da die Kastanien aus dem Feuer holt. Noch schöner ist, hätte ich das nicht gemusst, ja, oder wäre es gewesen, hätte ich das nicht gemusst. Aber ja, das ist wichtig und deswegen genauso, wie gesagt, no shaming, also geht jetzt nicht um meinen Mitarbeiter. Ich sage ja, ich habe den gleichen Kram auch gemacht. Das ist mit 1000 Mal passiert, Till. Ja? Aber ja. Ey, tut euch den Gefallen, macht genau das, ja, hinterfragt die ganze Geschichte, lasst euch ein klares Bild kommen und dann geht das los. Till, ich glaube, wir müssen hier die letzte Folie von machen. Wir haben noch genau 4 Minuten. Das ist der Fall. Ja, qualifizieren, validieren, qualifizieren ist, wie stellt sich das dar? Erklär mal, ja, ist das rot, blau oder grün? Und validieren hinten dran, valid, Wert dran tackern, ne? Was kostet sich der Spaß? Und damit kommen wir tatsächlich zur letzten Folie. Wenn wir wissen, was die Ziele und Herausforderungen sind und das schön priorisiert haben für und mit dem Kunden. Wenn wir qualifiziert haben, wie sieht das bei dir aus, das Problem? Stell mal vor, was ist da? Ja, Butter bei die Fische. Und das validiert haben, was kostet sich der Spaß? Dann haben wir alle Infos, die wir brauchen. Wir wissen, warum, was, warum und was darf es kosten. Und jetzt wird es wichtig. Wir müssen Relevanz für uns schaffen. Wir müssen wissen, kommen wir hier richtig an? Sind wir mit den richtigen Leuten zusammen? Und ist das echt? Das heißt, gibt es da ein Budget zu? Wenn kein Budget da ist, dann wird das auch nichts mit der Lösung. Kann ich versprechen. Wer keine Kohle hat, der kann sie auch nicht kurzfristig. Genau. Personal. Gibt es jemanden, der sich dem überhaupt widmet? Gibt es jemanden, der das umsetzen kann? Gibt es jemanden, der sich darum kümmert? Wenn nicht, dann geht das auch nicht nach vorne. Cool für uns, können wir unterstützen. Ne? Auf jeden Fall Dienstleistung. Habt ihr Zeit dafür eingeplant? Gibt es Entscheidungswege? Und wenn ja, ganz genau, wie sehen die aus? Weil blöd ist, wenn wir priorisiert, validiert und qualifiziert haben, mit einer Lösung ankommen und es ist kein Budget da, es sind keine Menschen da, die sich drum kümmern, es ist keine Zeit allokiert, das ganze Ding anzugehen, auch nicht, wann man das überhaupt irgendwann mal angehen will und der Entscheidungsweg ist komplett anders, aber unser Gegenüber hat damit genau gar nichts zu tun, weil eigentlich ist das auch gar nicht sein Thema, er hatte nur mal Interesse. Dann haben wir richtig Zeit, Blut, Schweiß und Tränen rein investiert und hinten raus kommt gar nichts für uns. Deswegen ist es so wichtig, in diesem Sales Cycle von letztem Mal, Understanding the Buying Center und Decision Making, also wer kauft hier ein und wie werden Entscheidungen getroffen und Grundstein zu legen, wir müssen mit dem Chef sprechen. Wir brauchen hier einen Entscheider am Tisch, der die Entscheidung schlussendlich treffen kann, weil es ihn betrifft. Und das müssen wir rausarbeiten. Und das machen wir mit Relevanz. Für uns in diesem Abschnitt ganz wichtig. Und die Fragen sind okay, ne? Haben Sie für das Vorhaben schon ein Budget allokiert? Ja? Okay, in welcher Höhe? So und so? Ja, okay, passt ja zu den Herausforderungen. Haben Sie die Ressourcenplanung dazu schon abgeschlossen? Okay, wie sieht das aus? Und die Zeitplanung, bis wann soll das anfangen, abgeschlossen sein? Mhm. Okay, alles cool, vielen Dank. Sagen Sie, jetzt habe ich das soweit verstanden, aber die Entscheidungswege, wie sieht das zu diesem Vorhaben genau aus? Ja, gut, das kommt jetzt in der Runde und dann wird das besprochen, dann geht es durch den Betriebsrat und dann guckt das mittlere Management drauf, dann das gehobene Management, dann das obere Management und schlussendlich und dann irgendwann der Inhaber und dann sind wir durch. Nee, dann muss es erst durch und so weiter und so weiter. Das müssen wir alles wissen. Und wenn wir die Entscheidungswege kennen, dann können wir auch nachfassen, wo liegt es denn gerade? Was kann ich denn tun, damit es weitergeht? Mit wem müssen wir eigentlich sprechen, damit das getrieben wird? Und da müssen wir unseren Ansprechpartner wieder unterstützen, denn unser Ansprechpartner kann unsere Lösung natürlich lange nicht so gut darstellen, wie wir das können.